Okay, das werde ich tun. Bezwinger der Bresche, Herold des Wandels, Held des Südens. Die Widasala nehme ich an. Ich war sehr überrascht, dass man euch gestattete, weiterhin in Freiheit zu leben, nachdem ihr euren Zweck hinsichtlich der Bresche erfüllt hattet. Ihr habt eure Schuldigkeit getan, Inquisitor. Es wird Zeit, eurer Magie ein Ende zu setzen. Wir müssen nicht kämpfen. Noch ist es nicht zu spät. Lasst uns die Waffen niederlegen und miteinander reden. Tut nicht so, als wüsstet ihr nicht, was ihr in Gang gesetzt habt. Ich habe schon zahllose Katastrophen miterlebt, doch dieses Chaos im Süden übertrifft alles. Das Kun gestattete es euren Völkern, eure Magie selbst zu kontrollieren. Dann jedoch zeigte sich, dass wir schon längst hätten einschreiten müssen. Und was habt ihr jetzt vor? Dann klärt mich doch bitte auf. Wie sehen die Pläne des Kun für uns aus? Denkt ihr etwa, sämtliche Missstände seien behoben, nur weil ihr die Bresche geschlossen habt? Dass sie keine weiteren Folgen hat? An dem Tag, als wir die Bresche sahen, entschied das Kun, was geschehen musste. Wir wollten eure Anführer beseitigen und das einfache Volk verschonen. Doch dieser Helfer Fen Harolds hat alles verändert. Leben, die verschont werden sollten, werden seinetwegen enden. Wer ist dieser Helfer? Und wie kommt ihr darauf, dass er für die Inquisition arbeitet? Tötet den Inquisitor und folgt mir dann zum Davarat. Da kommen schon ganz schön einige. Das hat sich irgendwie gar nicht gelohnt. Naja. Was soll's. Tod ist tot. Was hat er mit mir gar nicht geredet? Der ist einfach abgehauen. Bam. Alter, wieso geht er immer weiter zurück? Ein bisschen blöd oder so. Blöder Speerkämpfer. Wandere ich die ganze Map mit dem durch hier. Gott. Serabas ist doch Magier, oder? Ich glaube, das ist ein Kunari-Magier. Was ist mit Varric da? Doch volles Leben. Den geht's doch gut. Okay, so bin ich auf einmal fast tot. Verstehe nicht, wieso habe ich auf einmal ganz den verloren, wo der gestorben ist. Das sind Unterlagen der Widasala. Sie hat Magier hierher gebracht, um zu erforschen, wie man den Schleier stärken kann. Das erklärt, warum die Kunari hier ein Lager aufgeschlagen haben. Soll das sein da oben?
Wieso ist das ein Gegner? Wieso kann ich das angreifen? Ah, da, Sandra zuhören. Dämonen, Drachen, dunkle Brut und jetzt auch noch Kunari. Ich frage mich, ob uns vielleicht irgendwann mal die Gegner ausgehen. Ich bin einfach nur froh, dass es keine Venatori sind. So ist ausnahmsweise mal nicht Till Winter das Problem. Das wäre schon, wenn die Gegner ausgehen würden. Ah, was erzählst du mir so Schönes? Besucher, Gäste, willkommen. Die Hallen stehen euch offen. Wo finde ich die Vidasala? Können Sie mir sagen, wohin eine Kunari gegangen ist, die man die Vidasala nennt? Ja, wir haben viel erfahren. Obwohl sie der irrigen Überzeugung war, wir könnten nichts hören. Bringt einen Schlüsselstein zum Gavarat. Ich werde bald zu euch stoßen und eine Bestandsaufnahme unseres restlichen Guardlock machen. Ich habe einen Schlüsselstein. Ich habe bei einem der Kunari einen Schlüsselstein gefunden. Ja, und ihr braucht die Worte für ihren Schlüssel. Maras Nera. Er leuchtet. Er wird den Weg zum Davarat öffnen. Möget ihr finden, wonach ihr sucht. Indem ihr hierher gekommen seid, habt ihr die Wege gestärkt. Ich kann nur einen errichten, sofern wir zu gehen wünschen. Ich danke euch. Ihr habt uns wirklich sehr geholfen. Gildur Palen war der Name, den mir die Elvenan gaben. Einer, der die Sucher des Wissens leitet. Ich war die Verbindung. Eine Stadt konnte die Aufzeichnungen einer anderen lesen. Ein Elvenan die Erinnerung eines anderen führen. Als der Schleier über uns fiel, stellte ich das Ende all ihres Wissens dar. Wir müssen diesen Dabarat finden und die Vidasala aufhalten. Ja, der ist kaputt. Es muss so eine Möglichkeit geben, da oben zu der Kiste zu kommen. Scheiße. Naja, was soll's. Soll die halt aggressiv sein. Außer das Amulett des Entkommens. Das habe ich doch schon. Hey Leute, ich muss auf die andere Seite noch schnell. Da oben habe ich doch angefangen, oder? Das ist echt geil gemacht. Aber auch echt verwirrend. Das heißt oben, unten, links, rechts. Jedes Mal, wenn der Träger dieses Amulett einen normalen Stadt einen kritischen Treffer erzielt, wird seine kritische Trefferchance deutlich erhöht. Das hört sich eigentlich sehr gut an, aber ich habe das glaube ich schon. Ich greife ja schnell an. Xandra hielt sich. Beric hat irgendwas anderes Gutes. Ich wäre fast gestorben gerade. Ich bin gestorben gerade. Naja, was soll's. Weiter geht's. Die finde ich, die Kunari-Tante, und dann schlachte ich sie ab. Aber das ergibt gar keinen Sinn, dass eine Frau von denen regieren darf. Also der Anführer ist.
Jetzt muss ich zurück an den Anfang, oder wie? Hab ich es richtig verstanden? Ich muss wieder zurück. Jop. Seid gegrüßt. Wir sollten jetzt gehen. Naja, ich kann nichts Besonderes sagen mehr. Schon möge die Weisheit mich leiten. Okay. Dann raus hier. Jetzt habe ich aber gar keinen Schleier voll gefunden. Vielleicht hätte ich mit dem Magier da hingehen können. Ich weiß nicht. Naja, was soll's. Unterschiedliche Reittiere verkraften unterschiedlich viel Schaden, bevor sie dich abwerfen. Schön, dass es auf am Ende des Spiels. Naja, ich bin eh nicht so viel geritten. Eure Spione haben bestätigt, dass es im Palast von Denerim Gardlockfässer gibt? Ja, genau wie in Val Royeaux und überall in den freien Marschen. Der Winterpalast ist nicht das einzige Ziel. Die Kunari sind nur einen Befehl davon entfernt, sämtliche Adelshäuser der bekannten Welt auszulöschen. Aber das Ganze hat auch etwas Gutes. Wenn wir die Botschafter warnen, wird sie das daran erinnern, welchen Wert die Inquisition besitzt. Nicht, wenn die Inquisition für diese Bedrohung verantwortlich ist. Erzählt uns, was ihr wisst. Ich nehme an, ihr habt neue Informationen. Der elfische Bedienstete, der für die Fässer verantwortlich war, hat zugegeben, dass er für die Kunari arbeitet. Aber er war doch Orlaisianer. Das belastet Orlais, nicht die Inquisition. Ja, allerdings sind die Fässer nur in den Winterpalast gelangt, weil sie auf der Vorratsliste der Inquisition standen. Na, wie sollen wir denn einen Krieg führen, wenn wir nicht einmal mehr unseren eigenen Leuten vertrauen können? Wer ist die undichte Stelle? Wisst ihr, wer die Fässer auf die Liste der Inquisition gesetzt hat? Ja, mehrere elfische Arbeiter der Inquisition sind verschwunden. Ich habe ihre Vergangenheit überprüfen lassen. Sie hatten sich der Inquisition angeschlossen, nachdem sie dem Chaos in Kirkwall entkommen waren. Ich weiß noch, wie Kirkwall zu seinen schlimmsten Zeiten war. Viele der Elfen dort sind auf der Suche nach einem besseren Leben zum Kuhn konvertiert. Und die Kunari haben Spione aus ihnen gemacht. Wir können noch immer Gutes tun. Die Inquisition hat Corypheus aufgehalten und die Welt gerettet. Wir dürfen nicht zulassen, dass eine Bedrohung von außen verändert, wer wir sind. Ich habe die Inquisition im erhabenen Rat verteidigt. Und wofür? Damit wir jene, die wir angeblich beschützen, täuschen und bedrohen? Sobald wir die Spione... Es geht nicht um die Spione. Ihr habt den toten Kunari versteckt. Ihr habt den Winterpalast quasi übernommen. Wir haben das Richtige getan, nicht das politisch Vorteilhafte. Wisst ihr überhaupt, was uns das gekostet hat? Orlais und Ferelden planen in diesem Moment, uns aufzulösen. Und vielleicht sogar zu Recht. Ich weiß nicht, was geschieht. Es wird schlimmer. Ich weiß nicht, warum oder was ich dagegen tun kann. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt. Ich weiß nur, dass die Kunari aufgehalten werden müssen. Ich muss zum Davarat, solange ich noch kämpfen kann. Danke, Inquisitor. Sollen wir den erhabenen Rat über die Gefahr informieren? Informiert den Rat. Ja,
Falls wir scheitern, muss der erhabene Rat wissen, was geschehen ist. Ich sorge persönlich dafür. Leliana, ich kann... Nein, eure Aufgabe ist ohnehin schon schwer genug. Ich übernehme es. Ich postiere am Illuvien Wachen für den Fall, dass die Kunari den Palast angreifen. Der Erbauer sei mit euch. Sterbe ich jetzt durch mein Mal oder was? Das wäre eine unverhoffte Wendung. Was ist das? Lesen. Aha, aha. Ich will nicht sterben. Passt. Gehen wir schnell verkaufen. Oh, hier, yo. Verkaufen. Alles. Plunder, weg. Wow, gleich 5 Gegenstände. Dann mache ich das schnell hier. Ja, ich möchte das synchronisieren. Sehr voll die Kampfmusik. So, jetzt wird es gleich losgehen. Scheiße, ich hätte speichern sollen, bevor ich da reinlaufe. Egal. Speichert, wenn ich rauskomme. Ich bin froh, euch alle zu kennen. Was auch immer geschehen mag, es war mir eine Ehre, an euer aller Seite zu kämpfen. Also dann, Bianca, zeigen wir all den großen Leuten noch ein letztes Mal, wie man es richtig macht. Genießt meine Gegenwart, solange ihr noch könnt. Ich vermute, ihr alle werdet mich später schrecklich vermissen. Ich danke euch. Euch allen. Alle bedanken sich so. Der andere ist voll eingebildet, ja. Genießt mich. Ich bin der Coolste. Kann ich das jetzt öffnen? Also dann, macht euch bereit. Es ist jetzt die letzte Schlacht, die endgültig letzte Schlacht. Oder nicht? Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich hier jetzt die Kunari ausrotte oder ob sie flüchten. Ich sie weiterjagen muss. Das hätte beides Vor- und Nachteile eigentlich. Schneller wie ihre Invasionspläne vereiteln, desto besser. Alter, die haben voll viele dieses Spiel zerstört, die Schweine. Überraschung, Penner. Da gleich Spion. Serabas. Mehr.
Eine Giftwolke. Das komische Jumpen von dem ist schon nicht schlecht. Ich glaube, die ganze Story, die wir jetzt spielen, ich glaube, das dreht sich alles um Solus. Weil der war doch der Schattenwolf oder wie auch immer. Das haben wir ja am Ende gesehen, wo man durchgespielt hat. Dann würde es heißen, es geht eigentlich nur um den. Nur wegen dem hassen die Inquisition. Wenn ich das richtig schlussfolgere, ist Solus an allem schuld. Den einen habe ich nicht erwischt. Blöd. Neu. Ja, das Mal darf mich nicht töten. Der Held darf nicht sterben. Was wäre das für ein trauriges Ende? Was haben denn Drachen mit der Ermordung von Staatsoberhäuptern zu tun? Ich verstehe das alles nicht. Scheiße, Assassine hier. Was bringt mir die Schleierfackel? Aber ich nehme die einfach mal mit. Bam. Bleib liegen und ich hasse es. Nimm sie doch, diese scheiß Fackel. Okay, nimm sie nicht, weil du im Kampf bist. Bergkämpfer, okay. Der eine rennt einfach nur blöd rum. Was macht der überhaupt für eine Scheiße? Ja, du. Was machst du für einen Scheiß? Ja. Öffnen, was gibt's hier Schönes? Torschlüssel erforderlich. Bist du einer der Wachen, die den Schlüssel hat? Da ist er. Toll, das war's oder was? Dreh, was ist das? Protokoll einer Torwache. Nee, das will ich so lösen. Ohne Hilfe. Aber erstmal will ich den Turm hoch und runter klettern. Eine Bombe, die ich nicht unbedingt brauche. Klettern wir erst runter, oder? Ja, klettern, nicht springen. Hier zu tun haben? Nein, sie glauben es vielleicht, aber dem ist nicht so. Ist das ein Astrarium? Wie haben die Kunari es hierher geschafft?
Ein kleiner Rat. Haltet euch von der leuchtenden Pyramide fern.